einen wunderschönen guten Abend. Da bin ich wieder mit einer weiteren Folge Inside. Immer noch nicht so ganz schlüssig. Nein, anders formuliert, nicht nur nicht ganz schlüssig, sondern nicht sicher, was hier eigentlich abgeht. Unbedarft des Umstandes muss ich jetzt hier irgendwie hochkommen und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wie. Aber wenn ich den jetzt nach oben fahre... Müsste ich doch in der Theorie... hier jetzt rüberkommen, oder nicht? Uah. Testen wir. Okay. Ach, Schlaumeier. Ja. Immer noch alles so ziemlich ein Rätsel für mich. Welches gelöst werden will. Warum ist das hier alles, wie es ist? Das ist die große Frage. Nochmal das Ganze. Ups. Anlauf nehmen. Okay, das war schon mal okay. Die Piepsis. Piepsis, euch passiert nichts. Eieieiei, das war knapp. Huch. So. Ne, ich glaube, ich muss wieder runter. So. Dann schauen wir mal, was jetzt hier unten passiert ist. Ja, der kleine Junge in einer doch sehr grauen Welt. Er ist atemlos von der ganzen Aktion, die er hier so erlebt. Und wir springen einfach mal runter. Ja, was blinkt da? Hier blinkt was. Aha. Ich weiß, davon habe ich schon, das sind die sogenannten Orbs, das hatte ich mal gelesen, aber davon habe ich mindestens schon ein oder zwei verpasst, das ist mir durchaus bewusst. Was allerdings auch ein Stück weit schade ist, vielleicht hole ich sie mir noch, all dieweil es so ist, dass man mit diesen Orbs ein ja, alternatives Ende freischalten kann. Entschuldigt. Und ja, mal gucken. So, wie geht's jetzt hier weiter? Da ist doch wieder so ein komisches Gedöns. Hm. Aber ich sehe keine Menschen, die ich damit steuern kann. Huch. Wenn ich das hier mit... Aha. Jetzt ist da hinten eine Türe aufgegangen. Okay. Was kommt denn jetzt? Okay. Ich weiß noch nicht so genau, was das soll. Okay, Moment mal, da schalten auf der rechten Seite sich zwei Lampen an und aus. Ach, Moment. Dann müsste doch... Nee. Jetzt sind beide auf Orange. Jetzt habe ich zwar einen auf grün, jetzt auch. Okay, ich habe nur diese beiden. Und ich muss die beiden auf grün schalten. Ach, Moment. Ich habe eine Idee. Das Ding zumachen, weil dann kann der da nicht wieder reinrennen. Hilft mir aber auch nicht so wirklich.
Moment mal. Warum auch immer das jetzt funktioniert hat, das ist mir jetzt nicht ganz klar, aber die Tür... dreht ihr wohl wieder um? Auf jeden Fall ist die Türe offen. Tja. Alle Menschen hier können ferngesteuert werden. Immer wenn ich an diesen, ich sag mal, Föhnhaube oder wie immer ich es nennen soll, immer wenn ich da dran komme, okay, hier ist nichts weiter, nicht, dass ich irgendwas übersehe, immer wenn ich da dran komme, kann ich die Menschen steuern und er scheint immun dagegen zu sein. Das wirkt also für mich jetzt nicht wie ein Unfall. Komme ich da irgendwie... Nee, da komme ich nicht hin, oder? Und wenn, dann hat es auch nichts gebracht, wie wir gesehen haben. Abgesehen davon, dass ich gestorben bin. Okay. Ansonsten liegt hier auch nichts, was ich verschieben oder öffnen könnte. Also muss ich hier wohl runter. Wohl oder übel. Runterrutschen ist wahrscheinlich nicht die beste aller Ideen. Vielleicht pünktlich abspringen, um darüber zu kommen. Nee. Gut, oder so. Hier sind wieder Vögel. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier passiert ist. Eieieiei. Moment mal, kann ich da vielleicht rein? Und ich will ja diese Orbs haben. Aber... Moment, also er kann sich dagegen pressen. Aber er kann nicht das Fenster hochschieben. Und wenn ich da hochspringe, bringt mir das mal auch gar nichts. Okay. Hier ist auch nichts weiter, dass ich hier irgendwie was verpasse oder sowas. Das möchte ich ja möglichst nicht. Okay, und Sprung. Trotzdem fragt man sich, warum sind diese ganzen Menschen gesteuert und er nicht? Ich habe zurzeit echt noch keine Ahnung. Nun gut, ich glaube, ich muss hier runter. Ja. Die Frage ist, für wie weit? Na komm. Schnell hier durch, bevor wir gesehen werden. Ist ja nicht das, was wir uns wünschen. Hallo Vögelis, da seid ihr wieder. Noch immer wieder diese Anspielung auf die Vögel und... Ach hier, ne, jetzt waren Ratten. Oh, oh, oh. Wer gucken kann, ist ganz klar im Vorteil. Ob ich da rankomme?
Nein, so einfach nicht. So einfach nicht. Das wäre ja auch schon fast zu leicht gewesen. Da ist auch nichts zu wollen. Eine extrem gute Frage. Hier komme ich nicht weiter. Okay. Das macht Sinn. Muss man auch erstmal drauf kommen. Da ist ein Schalter. Beängstigend. Huch. Die zucken noch. Warum habe ich das Ding jetzt angeschaltet? Ich habe gerade keine Ahnung. Ups, nicht nett. Ich will da erstmal sehen, was passiert, wenn ich da so dran vorbeirenne. Manchmal ist es ja Try and Error, ne? Ja, da wurden schon eine ganze Menge Leute erledigt. Okay, damit entschuldigt, damit aktiviere ich also mit größter Wahrscheinlichkeit den Fahrstuhl. Die Frage, die sich mir da grundsätzlich stellt, ist ja, da oben laufen die Typen. Nee, das sollst du nicht. Oh Mann. Alter, ey. Das ist irgendwie ziemlich mies, wenn ich das mal so sagen darf. Komm. Holla, die Waldfee. Wie mies ist das denn? Hier geht's auch nicht zurück, nicht, dass ich wieder irgendwas verpasse. Wobei ich fest davon ausgehe, dass mir das noch mehr als einmal passieren wird. Hallo Vogel. Ich entschuldige mich schon jetzt dafür. Was zum Teufel passiert hier? Kann ich auch nichts weiter machen. Wenn ihr irgendwas seht, was ich möglicherweise übersehe, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dass Shit! Wie mies ist das denn jetzt?
läuft es gerade echt kalt den Rücken runter. Irgendwie wirkt das alles sehr nach Orwell, so nach einer ganz schlimmen Idee einer Zukunft. Ah, fuck! Entschuldigt. Alter, wie mies ist das? Entschuldigt, dass ich jetzt gerade etwas still bin. Alle im Gleichschritt. Der Hund wittert, dass wir nicht dazugehören, oder? Ja, da stellt sich die Frage, was ich hätte tun sollen. Holla, die Waldfee ist das Böse. Ich werde mal gleich versuchen, wegzurennen. Um genau zu sein, jetzt. Alter Schwede, ist das mies. Da hinten rennt der Hund schon wieder, ey. Verdammte Scheiße. Ich brech echt ins Essen. Nein, 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 nein. Ah, Mist. Alter Schwede, das ist ja... einfach weiterlaufen. Warum erwischt er mich? Die Frage ist, was ich falsch mache. Kann ich über den springen? Ich glaube es nicht. Wie bei dem Schwein, aber probieren muss ich es. Nein, das funktioniert nicht. Was übersehe ich? Nee, das ist nicht schaffbar. Also übersehe ich irgendwas. Der Hund kommt auch erst später. Entschuldigung, ich musste mal etwas trinken. Hier stehen Puppen.
Und was ist, wenn ich umdrehe und... Aber Moment mal, er biegt hier ab und er kann da nicht rüber, glaube ich. Ich muss ihn abbiegen lassen und dann erst hochklettern. Und zwar jetzt. Blöde Töle. Okay. Kannst du das Ding schieben? Ja, du kannst. Zieh es noch mal ein Stück weit zurück. Ja, ihr Lieben, das war die dritte Folge von Inside. Und wenn ich noch so ein Resümee nach der dritten Folge ziehen darf, ich glaube, dass es hier entweder um eine ferne, ferne Zukunft geht, in der Menschen alle gleichgeschaltet sind und ein paar wenige die Macht haben, also einen politischen Hintergrund. Ja, ich wüsste nichts anderes zu erklären. Oder Aliens sind auf die Erde gekommen. Ich weiß es wirklich nicht. Allein dieses komische Teil, womit ich Leute steuern kann, verwirrt mich schon. Wie gesagt, das ist meine Idee jetzt erstmal vorläufig. Ansonsten bleibt mir nur noch euch einen schönen Abend zu wünschen. Und eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal dann vielleicht. Tschüss dann.